Wer sie nicht weiterentwickeln will, muss raus. Raus! Get off my plane. Also mal ganz offen, ganz offen. Wenn ein Mitarbeiter sagt, er will so bleiben, wie er ist, und der ist irgendwo im Lager, und der packt Ware von A nach B, alles gut. Wenn ich einen LKW-Fahrer habe in der Logistik, und der fährt jeden Tag von A nach B nach C nach D, und er will so bleiben, wie er ist, wunderbar, alles gut. Aber eine Führungskraft muss sich doch ständig weiterentwickeln, weil sich ja auch der Markt weiterentwickelt und die Wettbewerber entwickeln sich weiter. Und ich kann doch nur dagegen halten, wenn ich mich mit meinem Unternehmen auch weiterentwickle. Und wenn mir jetzt meine Leute sagen, nee, wir wollen mal so bleiben, wie wir sind, das hat die letzten 10 Jahre funktioniert und das wird auch die nächsten 10 Jahre funktionieren, dann weiß ich was. Können Sie mich im Voraus bezahlen? Ich habe die falschen Leute. Ich habe die falschen Leute. Du musst einfach dann die Leute entlassen. Du musst die Leute austauschen. Wie überzeuge ich Führungskräfte davon, dass sie sich persönlich weiterentwickeln müssen, um den Anforderungen des Marktes zu entsprechen, um den Anforderungen des Wettbewerbs zu entsprechen? Wenn du deine Leute dazu überzeugen musst, hast du definitiv die falschen Leute. In Deutschland, wir wollen das immer schön reden. Wir meinen immer, wir könnten jeden retten. Wenn du solche Führungskräfte hast oder nur eine Führungskraft, dann kannst du ein Gespräch führen. Du kannst vielleicht auch mal einen Coach einsetzen. Aber im Grunde genommen, wenn jemand in der Position das nicht verstanden hat, tausch ihn aus. Wir meinen immer, wir müssten die Leute retten. Der ist schon so lange bei uns und der ist doch ein Verdienter. Ja, dann steck ihn ins Lager, dass er Ware von A nach B räumt. Will er nicht. Dann steck ihn auf den LKW, dass er Ware nach A, B, C fährt. Will er auch nicht. Was will er denn? Ja, er will weiter Führungskraft sein. Ja, dann muss er sich weiterentwickeln. Sonst ist er für das Unternehmen nicht mehr förderlich. Und wer sich nicht weiterentwickeln will, muss raus. You're fired. Nochmal, wir können das alles schön reden, aber gerade eine Führungskraft, die diese Strahlkraft hat, die den Einfluss hat auf die Mitarbeiter, die bei der Auswahl neuer Mitarbeiter involviert ist, kann nicht so denken. Wenn jemand sagt, ich will so bleiben, wie ich bin, wunderbar in den genannten Unternehmensbereichen, aber nicht als Führungskraft. Also, sorry. Raus! You're fired! You're done! Jemand finden, der will. Jemand, der wachsen will. Jemand, der sich entwickeln will. Alle anderen raus. Wer stellt so eine Frage? Unternehmer oder Top-Führungskräfte, die keine unangenehmen Entscheidungen treffen wollen. Aber das ist dein Job. Das ist dein Job als Unternehmer, als Führungskraft, dass du Entscheidungen triffst. Also, stell solche Fragen nicht. Tausch die Leute aus. Und wenn du sie nicht austauschen willst, weil du Angst hast vor dem Konfliktgespräch, dem Trennungsgespräch, dann lass es jemand anders machen. Aber dann bist du auch nicht geeignet als Top-Führungskraft oder als Unternehmer. Du musst auch in der Lage sein, Dinge abzuschneiden. Und wenn du sagst, ja, wenn ich den raustue, ich finde nichts Besseres, das ist dein Mindset, das ist Mangeldenken. Mein Denken ist, wenn jemand geht, danach kommt immer was Besseres. Und weißt du was? In allermeisten Fällen ist das auch so. Und wenn du Unterstützung bei sowas brauchst, wenn du einen Mentor brauchst, wenn du sagst, Dirk, ich hätte dich gerne als Mentor, dann findest du hier alle Informationen zum Mentoring-Programm und hier findest du die passenden Videos dazu.